bei Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst, auch keine Gewinnspiele, besonderen Aktionen etc., habe ich einen kleinen Tipp. Lasst mir doch gerne ein Abo da. Mich unterstützt ihr damit total und für euch ist das Ganze kostenlos. Und wie gesagt, ihr verpasst nichts mehr. Zum Beispiel auch nicht meinen heutigen XXXL, also für mich zumindest, DM-Haul. Ich war gefühlt nach wirklich langer, langer Zeit mal wieder so ja, ganz in Ruhe am Stöbern, Reihe für Reihe durchschauen. Es ist viel Beauty dabei, es ist einiges Food auch dabei, ganz bisschen Haushalt, also wirklich mini, mini, minimal. Aber ja, also echt eine ganze Menge geworden. Ihr habt es im Thumbnail gesehen, ich habe hier irgendwie über 80 Euro gelassen. Ich werde es so machen, dass ich euch immer gleich auch die Preise dazu sage. Und wenn ich es schaffe, dann werde ich euch auch nochmal alle Produkte plus Preise unten in die Infobox packen. Ich tue mein Bestes. Ihr wisst, ich bin berufstätige Mami mit zwei kleinen Kindern. Also ich schaue mal, was ich schaffe. Deswegen sage ich jetzt auf alle Fälle die Preise immer gleich mit dazu. Dann habt ihr die auf alle Fälle. Ja, und dann würde ich sagen, ich habe hier diese Riesentüte, die ihr im Thumbnail gesehen habt, habe ich hier vor mir. Und dann würde ich sagen, dive in. Also wir schauen direkt rein. Ich nehme auch direkt, was mir als erstes entgegenspringt. Sowas ganz Klassisches, was natürlich immer mit muss bei DM. Einfach ganz normale Kosmetiktücher hier von Ebelin. Mich hat einfach diese Verpackung irgendwie total angesprochen. Einmal fand ich den Spruch ganz süß. Nature's not a place to visit, it is home. Dann habt ihr hier Enjoy the Nature. Und das ist deswegen so auf Nature, weil das eben diese Recycling-Geschichten sind. Dreilagig sind die. Ich habe hier mein Einkaufszettelchen liegen. Ich verrate euch auch gleich, was die kosten. Die kosten 95 Cent. Ja, 60 Stück sind drin. Also ja, wenn ich da die Wahl habe und es gibt irgendwie Recycling-Tücher, dann nehme ich da mal gern Recycling. Also wenigstens ein klitzekleiner Beitrag. Was eh so ein bisschen absurd eigentlich ist, weil in dem Sinn ist es ja eigentlich so eine schlimme Wegwerfgeschichte, diese Tüchlein, aber wir brauchen die einfach irgendwie echt ständig. Naja, wie auch immer. So, wir wollen nicht zu politisch werden. Weiter geht's noch mit so einem Tücherkram. Deswegen mache ich das gleich mal hier jetzt weg, wenn ich das andere schon auch hatte. Raschel, raschel. Und zwar die auch immer mit müssen, wenn sie denn dann leer sind, sind diese sensitiv Einmalwaschlappen. Das ist einfach ja, für die Kinder, auch für uns. Ich bin nicht so ein Freund von so Duschschwämmen irgendwie, ich weiß es nicht. Also entweder benutze ich gar nichts beim Duschen und dusche halt einfach so mit dem Duschgel. Aber wenn ich was benutze, dann sind es diese Dinge und primär eigentlich auch für die Kinder. Ja. So, die brauchen wir auch immer wieder hier. Die halten bei uns aber auch relativ lang. Also ja. Das ist diese 50 Sensitiv Einmalwaschlappen, extra weich und reißfest für empfindliche Haut. Die kosten, ich spitze auf meinen Zettel, die kosten nichts. Nein, die kosten natürlich, ach, das ist schon ein bisschen nervig, oder? Entschuldigt. Aber es ist einfach zur Sicherheit, machen wir das jetzt so. Die kosten 1,95. Jetzt haben wir es. So. Nächstes, was mir entgegenhoppelt, ist mal was Food-mäßiges. Und zwar, kurzer Hintergrund dazu. Ja, also hier DM Bio Knäckebrot mit Roggen und Dinkel. Das hat den Hintergrund, dass wir uns auf Netflix schlauerweise diese Doku angeguckt haben. Vielleicht habt ihr die auch schon gesehen. Das ist gleich ein kleiner Tipp von mir. What the Health. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal auch erwähnt hatte. Aber wie gesagt, wir haben die geguckt und an dem Abend waren wir irgendwie so mit meinem Mann auf dem Trip, oder vielmehr ich war auf dem Trip. Oh Gott, wir müssen uns gesünder ernähren. Gar nicht unbedingt aus Abnehmgründen, sondern einfach, ja, einmal für unser Gewissen, die Umwelt, so alles rundherum, für unsere generelle Gesundheit, ja. Und dann dachte ich, okay, zumindest unter der Woche, dass man sagt, okay, so diese ganzen Süßkram, also wir essen echt viel Süßkram, deswegen kam dann auch so ein bisschen, ja, kam so das schlechte Gewissen hoch beim Gucken dieser Doku. Wir essen viel Süßkram, wir essen auch viel so, ja, keine Ahnung, alles, was halt da so auch so negativ besprochen wurde. Ja, mein Gott. Und dann haben wir uns kurz so überlegt, ja, irgendwie so ein bisschen, was müssen wir switchen? Und wenigstens so unter der Woche versuchen wir nicht so uns die ganz ungesunden Sachen immer reinzustellen, sondern sagen, okay, wenigstens das nur am Wochenende. Da sind wir gerade so ein bisschen dabei, das umzustellen, dass wir halt, also was wir eh schon machen, ist, wir essen wahnsinnig viel Salat, das mögen die eh gern.
Aber auch, dass man so bei den Knabbereien oder bei den Standards so ein bisschen aufpasst, ja. Und dann dachte ich, ist es vielleicht immer mal ganz nett als Alternative, weil mein Mann ist so ein Salami-Brotesser in der Früh. Dann dachte ich, okay, vielleicht muss ich da mal hier so eine Alternative anbieten, ja. Bio-Knäckebrot, keine Ahnung, wie das schmeckt. Haben wir zum ersten Mal jetzt geholt. Das ist, was kostet das? DM Bio, Knäckebrot, genau. 1,45. So, weiter geht's. Soll ich da mal mit weitermachen? Nee, ich mach mal jetzt, ich habe hier noch was Haushaltsmäßiges. Guck mal, dass ich euch mal was Haushaltsmäßiges zeige, ist auch, glaube ich, echt das Premiere, oder? Aber ich liebe diese Tücher, diese feuchten Allzwecktücher einfach so. Und ich habe eine neue Sorte entdeckt. Also wahrscheinlich ist die gar nicht so neu, aber egal. Orange Bergamott finde ich fantastisch. Limitierte Duftedition, feuchte Allzwecktücher, die kommen bei uns für alles Mögliche zum Einsatz. Also ich kann ohne die Dinge eigentlich nicht existieren. Ich weiß, es ist grob umweltschädlich, aber ja, keine Ahnung. Zumindest Papier aus verantwortungsvoller aus verantwortungsvollen Quellen, was auch immer das heißen möchte. Also ich versuche die nicht über die Maßen zu verwenden, aber manchmal ist es einfach halt dann irgendwie echt praktisch für eben mal schnell was wegwischen. Ja, so. Die Dinger kosten... kosten auch wieder nichts. Leute, ich bin echt nicht gut vorbereitet. Denk mit, doch, da sind sie. 1,25. Ja, dann weiter geht's. Gut, dass ich gerade erst ein Video gemacht habe, Palettenwahnsinn, das verlinke ich euch auch mal, wo ich noch so meinte, ja, irgendwie, ich muss erstmal meine ganzen Paletten aufbrauchen. Aber nein, wenn man bei DM ist, dann kommt man nicht umhin, doch irgendwie eine Kleinigkeit an Dekorativen auch mitzunehmen. Bei mir ist es hier diese Galactic Juice Palette gewonnen von 183 Days. Ich habe bisher mit der Marke leider wirklich nicht so dolle Erfahrungen gemacht. Aber das war reduziert und irgendwie fand ich das ganz hübsch. Und passt mal auf, ich finde die Töne, also die Farben sind doch mal der Hammer, oder? Also ich finde die, das ist genau meins. Es sind zwar alle schimmrig, aber ich habe genug Matte, mit denen ich die ergänzen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie noch nicht mal geswatcht, gar nichts. Ich werde jetzt mal mit euch einen Probeswatch machen. Ich werde mal in was wollen wir reingehen? In dieses krasse Lila. Das kriege ich dann wieder irgendwie nicht weg. Wie wäre es denn mit diesem goldigen Bronze? Kawaii. Ja, okay. Irgendwie so. So, und dann probieren wir das mal. Sie sind sehr schön buttrig. Auf dem Finger sieht das schon mal gut aus. Ich mache hier mal den Swatch. Oh. Ja, wie gesagt, man weiß immer nicht, wie das dann beim Äuglein aussieht, aber der Swatch... So, der Swatch sieht schon mal irgendwie ganz nice aus. Ja, doch, gefällt mir. Also mal gucken. Ich werde euch berichten. Die musste mit, weil die passt auf. Die hat nämlich nur noch, wo ist sie denn, die gute? Die hat nämlich nur noch 4,95 gekostet. Oder haben die mich da jetzt ich dachte, die war sogar noch günstiger. Haben die mir den Rabatt gar nicht abgezogen? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, oder doch? Nee, ich glaube, die hätte irgendwie 5 irgendwas gekostet oder 6 irgendwas. Genau, also 4,95 hat die nur noch gekostet und dann durfte die mit. So. Dann machen wir mal weiter hier mit so einem Ding, was auch alle paar Wochen mal mit muss. Jetzt im Winter nicht so häufig. Ich weiß nicht, rasiert ihr euch im Winter regelmäßig so wie im Sommer die Beinhaare? Okay, jetzt habe ich mich hier wieder voll geoutet. Nein, ich mache es ehrlicherweise echt nicht. Ich mache es immer wieder dann mal, aber... Jetzt nicht so, dass ich da irgendwie penibel drauf achte wie im Sommer. Wenn ich dann, genau, dann nehme ich mir aber immer gerne diese Gillette-Dinger mit, die Simply Venus 4 plus 2. Komischerweise, ich habe auch diese, ich benutze auch mal No Name oder diese Balea oder sonst was, aber irgendwie finde ich die schon echt immer ganz gut. Also ich finde, da habe ich irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass so Markenprodukte zumindest bei mir, bei diesen Rasierern einfach besser funktionieren. Keine Ahnung. Und die kosten, also ich meine, ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig extrem teuer. Ich glaube, die Balea kosten die Hälfte und die kosten 1,65. Genau, und ich glaube, die Balea-Dinger kosten unter einem Euro, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, wie auch immer. So, was machen wir? Und ich glaube, da sind auch noch zwei mehr drin. Ja, weiter geht's mit... Ja, ich habe neulich im Zuge meiner Paletten-Durchguck-Aktion... ganz pauschal meine kompletten Sponges genommen und entsorgt. Weil ich mir dann irgendwie gedacht habe, nee, ich habe
die teilweise echt so lange und die sahen auch irgendwie alle nicht mehr so schön aus und wahrscheinlich hätte man sie einfach waschen und kochen können und gut ist. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Alles neu macht der Mai, ist ja auch Quatsch, wir haben mitten im Winter, egal. Aber ich habe mir dann jetzt mal hier von Ebelin wieder so ein abgeschrägtes Make-up-Eimer mitgenommen. Ja, also die Kollektion wird jetzt wieder neu wachsen. Das durfte mit. Was hat das gute Stück gekostet, das Eichen? Das hat 2,45 hat das gekostet, dieses Ding. Ja, also mal schauen. Ich hatte schon auch immer wieder so Make-up-Schwämme von Ebelin. Ich mag die gern. Ich finde, die machen ihren Job. Und ich will mir aber auch irgendwann endlich mal einen Beauty-Blender holen. Habe ich bisher in meinem Leben noch nicht besessen. Kann es sein. Ja, es ist tatsächlich so. Dann bin ich über was gestolpert. Das ist wahrscheinlich bei Kindern, sagt man Quengelware dazu. Was sagt man bei Erwachsenen dazu? Auf alle Fälle... das ist quasi die Quengelware der Frauen, und zwar bei DM. Da ist doch dann immer so diese kleine Ecke mit diesen hübschen Sets verschiedener Marken. Und ich bin da eigentlich gar nicht so anfällig für. Da ist ja auch immer viel so Bilou-Kram und keine Ahnung. Aber irgendwie konnte ich an diesem Ding nicht vorbeigehen, ja. Magical Scents Body Perfume Jelly, ja. Und dann gibt es Velvet Green, Oriental Night, Sense of Magic, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hat da was in mir zum Klingen gebracht und ich musste das unbedingt haben und es war auch wirklich nicht teuer. Die haben gekostet, 3 Stück a 30 ml und kosten 6,95. Finde ich, ist okay, ja. Und dann dachte ich mir auch, ich probiere mal eins aus und dann kann man ja auch zum Beispiel für so kleine Geschenkchen da noch eins oder zwei dann auch weiter verschenken. Ja, also ich muss mal gucken, ob ich die alle behalte oder ob da was auch so kleines Weihnachtsmitbringsel wird. Mal sehen. So, das waren diese Dinger hier. Dann, Leute, ich sag euch, wie weit sind wir? 12 Minuten? Ach, da geht noch was. So, dann, weswegen ich eigentlich in den DM gegangen bin, ist eine Foundation-Empfehlung gewesen von zwei meiner liebsten Instagram-Blog-Mädels oder Online-Magazin-Mädels, denen ich folge. Und zwar einmal The Original Copy, Swantje von The Original Copy. Die hat sowohl einen Blog, der The Original Copy heißt, als auch einen Instagram-Account. Und dann noch June Mac, das ist ein Beauty-Online-Magazin, vielleicht kennt ihr das. Und da steckt die liebe Susanne Kramer dahinter. Und die hat auch mit June Mac hat auch auf Instagram einen Account, der... ja, doch inzwischen echt sehr, sehr gut gewachsen ist. Und auch deswegen, weil sie beide, also beide, sowohl Susanne als auch Swantje, sehr unterhaltsam in ihren Stories Beauty präsentieren und drüber erzählen und in ihrem Beauty-Editor-Leben sozusagen einen mitnehmen. Und das macht total Spaß. Und die beiden haben diese Foundation hier empfohlen von Max Factor Facefinity All Day Flawless Flexi Hold 3-in-1 Primer Concealer Foundation. Kann man noch mehr Sachen auf ein Produkt draufschreiben? Bestimmt. Ich habe mir lustigerweise jetzt, ich fand es wahnsinnig schwierig, den richtigen Ton zu treffen, weil klar hat man immer das Problem in der Drogerie mit diesen seltsamen Lichtverhältnissen. Ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen. Ich habe die 55 Beige mal mitgenommen, weil die einfach, ich habe es nur am Handrücken testen können in dem Moment. Da sah die einfach am besten aus. Ich bin super gespannt, wegen der bin ich eigentlich in den DM gegangen. Die ist auch nicht ganz günstig, in Anführungszeichen, die kostet 11,95. Wenn sie aber das alles kann, was sie verspricht und was auch Swantje und Susanne erzählt haben, dass sie kann, ja, Primer, Concealer und Foundation. Klingt erstmal gut, dann braucht man ja kein anderes Produkt mehr weiter. Ich werde es demnächst, glaube ich, da mache ich wahrscheinlich echt so wieder so einen Live-Test drauf, weil es irgendwie echt ein spannendes Produkt ist. Sagt mir mal, ob ihr die zufällig schon kennt, ob ihr von der schon was gehört habt. Ja, und dann wartet gespannt auf den Live-Test demnächst. Gut. Ja, weiter geht's. Moment. Wollen wir was Dekoratives noch? Ich habe auch so ein paar Haarsachen, fällt mir heute auf. Ach so, Moment, jetzt habe ich hier eine Sache noch. Genau, die hatte ich nicht bei diesem Riesen-Riesen-Haul gemacht, sondern ein paar Tage vorher bei DM besorgt. Und zwar ist das hier, die kennt ihr vielleicht, die Nivea-Creme-Kerze. Und ich habe mich so gefreut, die ist ja, glaube ich, jetzt, es ist diese Saison das erste Mal, dass man die so einzeln kaufen kann. Oder vielleicht war es auch letztes Jahr schon so. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es zumindest das erste Mal, dass es mir bewusst aufgefallen ist, dass man die endlich auch so einzeln kaufen kann. Weil ich habe eine ganz liebe Freundin, die total liebt. Und dann habe ich die gesehen und musste sofort eine für sie mitnehmen. Vielleicht hole ich mir auch noch eine. Muss ich mal gucken. Ich bin ja auch ein bisschen gespannt. Also, ja.
Die kostet auf alle Fälle irgendwie, das sind 120 Gramm, ist ja echt nicht wenig. Und die hat eine Branddauer von 24 Stunden, steht hier, und kostet, glaube ich, 6,99 oder 6,95. Da habe ich jetzt den, ich habe, das war ein anderer Einkaufszettel, deswegen habe ich das jetzt hier nicht mit draufstehen. Ich habe gerade vorhin nochmal geguckt, 6,95, glaube ich, waren es. Ja, kennt ihr die, diese Nivea-Kerze? Riecht die wirklich so wie Nivea-Creme? Schreibt mir es doch mal unten rein, ob ich mir die auch noch holen soll. Ja, mal sehen. Dann wollte ich mal, machen wir mal ein bisschen mit Haare weiter. Ich habe noch ein bisschen Beauty, das kommt dann später. Ich dachte, wir machen jetzt mal kurz mit Haare weiter. Denn bei Haaren habe ich auch drei Produkte mitgenommen. Weil, passt auf, wie ihr vielleicht festgestellt habt, kam jetzt schon eine Weile nichts mehr zum Thema Curly Girl. Da wird demnächst nochmal ein Video kommen, weil ich gerade so ein bisschen wieder in so einer Phase bin, wo ich mir nicht sicher bin, wohin es geht mit Curly Girl. Ob ich weitermache, wie ich weitermache, was ich für Produkte nochmal ausprobieren möchte. Im Moment mit den Sachen, die ich gerade so da habe, ich verbrauche aber auch gerade so ein bisschen Sachen, die nicht so ganz hundertprozentig Curly Girl konform sind, hatte ich gerade so eine kleine Flaut und hatte auch ganz komisch, aber das werde ich noch ausführlich in dem Curly Girl Video berichten, hatte ich so ganz seltsam juckende Kopfhaut, was ich ganz, also hatte ich nie in meinem Leben, niemals, jemals. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss nochmal wieder ein bisschen zu was zurückkommen, was schon mal sehr gut funktioniert hatte. Und zwar habe ich mir, habe ich gedacht, okay, ich habe damals mit Balea, mit einer Balea-Spülung angefangen und habe das total super vertragen. Und dann habe ich jetzt, die hat eben auch so ein Curly Girl empfohlen, mir nicht die Oil, die hatte ich ja auch, diese Oil Repair, weiß ich nicht, hatte ich ja ursprünglich mal. Und jetzt habe ich mir aber die Wonderful Repair Spülung geholt, die eben auch Curly Girl konform sein soll, ja. Und werde mal dann jetzt auch mal mit der weitermachen, ja. Das hat, was hat die gekostet? Interessiert euch eigentlich Curly Girl Content? Dann müsst ihr unbedingt auch bei meiner süßen Mrs. Rosaroth vorbeischauen. Die ist ja unsere Curly Girl Expertin. Also diese Spülung kostet hier 1,35. Ich bin gespannt, ich werde es austesten. Und dann habe ich auch immer wieder, Curly Girls empfehlen auch immer wieder die Alverde Shampoos. Man braucht ja als Curly Girl nicht oft und viel Shampoo deswegen, oder am besten soll man ja gar nicht, aber gut. Diese Bio-Dinger gehen schon ab und zu mal. Und da habe ich mir jetzt so eine kleine, so eine Probe quasi von dem Nutricare-Shampoo von Alverde geholt. Das hat 65 Cent gekostet. Ja. 50 ml sind da drin, das hält bei mir eine Weile. Shampoo brauche ich ja, wie gesagt, ich wasche die ja eh nur noch einmal die Woche. Und bei Curly Girl macht man es eigentlich so, dass man so einmal im Monat kann man waschen. Muss man nicht, kann man. Werde ich jetzt aber wieder machen. Juckende Kopfhaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt von diesem allein immer Spülung verwenden kam oder woher das kam. Also ich werde es beobachten. Kommt nochmal ein Curly Girl Info Video. Ja, und dann habe ich mir auch noch mitgenommen, weil ich dachte, das kann bestimmt auch nicht verkehrt sein, von Pure 97. Und das war, glaube ich, war das auch nicht sogar reduziert. Ich glaube, es war auch reduziert. Aber auf alle Fälle kostet das gute Stück 2,45. Das ist ein Enzian- und Quellwasser pflegendes Cremeöl mit Hitzeschutz für normales Haar und 97% natürlich Inhaltsstoffe, was bei Curly Girl immer super ist, 0% Silikone, es ist auch noch vegan und es gibt auch ein bisschen Textur und Haltbarkeit und es sah so pur und glutenfree und weiß ich nicht was alles free aus, dass ich dachte, das kann bestimmt irgendwie gut sein für meine Curlies, einfach so als Pflege, weil sie doch relativ spröde sind. Und ja, dann dachte ich, dann habe ich mal so eine, für den Refresh habe ich dann so ein bisschen Pflege dabei. So, das war es jetzt mit dem Haar-Content. Es ist aber noch nicht alles. Ich habe hier noch ein bisschen was drin. Machen wir mal weiter hier mit einer Sache, die ich auch für meine Kiddies, also nachdem wir jetzt aus dem Windel-Ding raus sind und auch aus diesem Gläschen und sonstigen Babysachen, die man so aus dem DM brauchen könnte, kaufe ich für die Jungs tatsächlich gar nicht mehr so viel bei DM. Aber was ich jetzt wieder mitnehmen musste, ist ein Badeschaum, Shampoo, alles in einem Ding. Ich habe immer gern sowas mit Pumpspender da stehen im Badezimmer, was einfach praktischer ist. Ich habe hier jetzt von Bübchen das Bad und Shampoo für zarte Babyhaut sensitiv mitgenommen. Da ist Aloe Vera und Weizenprotein drin. Und wir hatten schon, ich wechsle da immer so ein bisschen durch. Ja, ich mag die Bübchen-Sachen, es ist einfach so ein Nostalgie-Ding. Wir hatten auch Bübchen als Kinder und irgendwie ist mir die Marke sympathisch. Ja, keine Ahnung. Ich mag die irgendwie. Und ich mag auch den Geruch. Und ja, dann durfte das halt wieder mit. Das kostet
das gute Stück, da ist ja auch echt eine, also das, sowas hält uns jetzt echt eine Weile. Also das hält uns bestimmt 3-4 Monate. Das sind 400 ml drin, das kostet 3,85. Klar, gibt sehr viel günstigere Alternativen von Balea, aber ich denke mir auch immer, das kaufe ich halt irgendwie echt so einmal alle paar Monate, dann kann ich auch das, was lecker duftet und ich auch irgendwie mag, nehmen. Oder so, ja. Weiter geht's. Ja. Wir haben natürlich, als wir unseren komischen kleinen wir essen ab jetzt viel gesünder waren hatten, ja, haben wir natürlich gemerkt, wir müssen da echt ein bisschen nachrüsten. Und deswegen durfte eben nicht nur dieses köstliche Dinkelbrot, wahrscheinlich köstliche Dinkelbrot mit, sondern allerlei Sachen noch. Und ich zeige euch jetzt gerade mal den Rest von Food noch. Dann habe ich einmal hier grünen Tee mitgenommen, Ingwer, Zitronen, Myrte. Ich bin sehr gespannt. Teezeit hat jetzt wieder angefangen für mich gefühlt. Und ja, das dachte ich eben abends, dass ich mir wieder angewöhne, mir so eine Kanne Tee zu machen, dass ich nicht diesen ständigen Naschjieper habe, wenn wir da vor Netflix sitzen. Und dann ist es echt so, alle 5 Minuten tappelt einer in die Küche und holt irgendwas. Ja, ist total bekloppt. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mir meinen Tee gekocht habe, vielleicht noch so ein bisschen Obst oder Gemüse geschnibbelt und dann wirklich einen Tee, der mir gut schmeckt, da habe, dann komme ich eben gut hin, ohne unter der Woche. Also ich finde, am Wochenende kann es ja ruhig ein bisschen entspannter zugehen, aber unter der Woche hat es echt so Ausmaße angenommen bei uns mit dieser, Entschuldigung, Fresserei. Ja, und deswegen Tee. Wird jetzt bestimmt auch das Teeangebot wieder aufgestockt bei uns. Mal sehen. Dann auch im Zuge der Gesundheitswochen bei uns, Gesundheitswochen ist auch gut, kommen jetzt ein paar Sachen, passt mal auf. Und zwar habe ich gesagt, ich kann ja meinem Mann, das ist nichts zum aufs Brot schmieren. Ich kann ja meinem Mann jetzt nicht nur diese nackigen Knäckebrotis anbieten, sondern ich muss auch irgendwas, einen Anreiz schaffen, warum er da reinbeißen soll. Und habe ich hier noch so ein paar Streichcremes mitgenommen. Hier einmal DM Bio Streichcreme Paprika Chili. Die hat gekostet 1,45. Von diesen Streichcremes habe ich noch eine mitgenommen. Und zwar diese hier. Das ist eine mit Aubergine, die dann eher so ein bisschen für mich. Aubergine findet er, glaube ich, ganz schrecklich. Aber die ist dann für mich, kostet auch 1,45. Dann habe ich hier noch, und das fand ich eigentlich schon wieder so absurd, ja, dann habe ich hier noch das entdeckt. Vegane Streichwurst. Ist doch irgendwie absurd in sich. Also keine Ahnung. Auf Basis weißer Bohnen. Bohnen ist ja eine feine Sache an sich. Ja, also das klingt irgendwie alles ganz interessant. Kann Spuren von Cashewkernen enthalten. Warum auch immer. Also keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle vegane Streichwurst. Die hat gekostet 1,35. Da sind aber auch nur 110 Gramm drin. Mal schauen, wenn ihm die schmeckt, dann ist das vielleicht eine super Alternative. Der ist nämlich so ein Leberwurstesser auch. Neben Salami. Also ihr seht schon, wahnsinnig gesund, was wir so essen. Salami, Leberwurst. Ich habe gedacht, wir brauchen ein paar gesunde Alternativen dazu. Dann habe ich noch eine Sache. Und zwar habe ich hier noch diese vegane Pastete noch geholt. Vegane Pastete Kräuter. Die kostet 1,35 und da sind 125 Gramm drin. Ja. Das war es mit dem Food-Zeug. Und ich habe aber noch ein bisschen Beauty. Ich habe noch 2 Sachen, an denen ich nicht vorbeigehen konnte, weil ich immer dann irgendwie sowas, wenn ich dann so einen Rieseneinkauf mache, muss ich komischerweise immer irgendwie auch Tuchmasken mitnehmen. Und dann gibt es hier diese netten, limitierten Geschichten. Einmal hier von Balea Tuchmaske Beef Frosty mit Hyaluron und Orangenextrakt für intensive Feuchtigkeit. Sehr süß. Und dann hier noch die Magical Team Tuchmaske, auch mit Feuchtigkeit und fand ich irgendwie auch süß mit diesem Einhornwal und ja, irgendwie niedlich. Und das ist eher sowas, was ich dann auch mal für so kleine Weihnachts-Adventsgeschenkchen irgendwie verwurste. Ja, und Moment, ich verrate euch noch kurz, was die gekostet haben. Genau, also der Pinguin, der hat 1,95 gekostet und die kleinere, das Magical Team, kostet 95 Cent. So, und jetzt ist aber noch eine Sache mit diesen Tuchmasken, ja. Das habe ich mir schon so lange überlegt eigentlich. Es ist ja alles immer total super, dass man irgendwie, dass die dann aus, weiß ich nicht, organischem Material und sonst was sind. Aber man muss sich ehrlicherweise sagen, eigentlich muss man schon sagen, es ist kein besonders korrektes, politisch korrektes Produkt, weil du natürlich wahnsinnig viel Müll trotzdem generierst, selbst wenn das, wie gesagt, aus irgendwie Organic Zellulose oder was auch immer ist, ja. Aber du hast halt einfach wahnsinnig viel Plastikmüll oder, also das ist einfach,
Ja, also eigentlich kann man es... Ja, ich liebe halt auch Tuchmasken, aber irgendwie mein schlechtes Gewissen plagt mich dabei echt schon immer. Wie geht's euch denn damit? Könnt ihr mir mal... Wie sieht denn das bei euch so aus? Sagt doch mal, wie ihr das so seht, das ganze Thema. Ich finde es halt echt schwierig. Also eigentlich ist es ja logisch, dass es echt... Weißt du, wisst ihr, dann passen wir auf, dann nehmen wir diese... alle passen dann auf und nehmen die Waschis und keine Watte-Dinger mehr. Oder wir gucken, dass bei den Ohrenstäbchen, dass die organic sind. Aber dann hauen sich alle die Tuchmasken drauf, wie blöd. Ist doch eigentlich auch ein bisschen bekloppt, ja. Also es ist immer so zweischneidig. Ja, wo fängt der Verzicht an? Wo hört das gute Gewissen auf? Wie kann man irgendwie da einen Weg für sich finden, dass man nicht an dem, ja, also dass der Fußabdruck, der grüne Fußabdruck noch irgendwie gegeben ist? Ich weiß es nicht. Wir verbrauchen einfach, glaube ich, echt alle zu viel an Ressourcen, aber ja, so richtig auskommt man dem auch nicht. Sprach's in einem XXL-DM-Hall, völlig gaga, okay, machen wir weiter. Schwieriges Thema. Ja, ach so, ja, was auch noch mit durfte, ist hier mein CD-Wasserlilie-Deo. Ist fast leer und da kriege ich immer sonst Panik, wenn ich da merke, das wird leer, dann muss ich schon gleich das nächste gekauft werden. Ich habe kein Backup da, ich kaufe es halt einfach immer wieder so, dass ich es da habe, bevor das aktuelle leer geht. Das kostet 1,95 und ist das beste Deo auf der ganzen Welt. Ich kann es gerne jedem erzählen, der es hören möchte. So ist es. Mein allerliebstes Deo ever. Ja, und dann reicht ja nicht, dass ich irgendwie schon so mega viele Tarnprodukte zu Hause sowieso habe und mir gerade auch dann noch diese Max Factor Foundation gekauft habe. Nein, ich musste dann natürlich auch noch mehr Sachen mitnehmen in die Richtung. Und zwar hatte ich bei der süßen Lisa Lila Beauty, so heißt der Kanal, genau. Da hatte ich was gesehen und ich dachte, oh Gott, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und zwar hat die so geschwärmt von diesem One Minute Face Perfector von Catrice. Und es klang genauso nach meinem Produkt irgendwie so. Nicht so richtig Foundation, sondern halt so ein bisschen so Richtung BB-Cream, aber schon deckend, aber auch irgendwie nicht. Also irgendwie klang das genauso, als ob ich es ausprobieren wollen würde. Und ich liebe ja auch so mußige Konsistenzen und dann musste ich das einfach haben. Genauso habe ich auf Instagram bei einer ganz lieben Followerin, auch Instagram-Kollegin, wie heißt denn ihr Account? Beauty from R, also Beauty from und dann R, so ist, glaube ich, der Account. Die hat eben sich diese Catrice-Geschichte auch geholt und habe ich bei ihr gesehen, dachte, ach Mensch, das Ding brauchst du auch. Und zwar ist es die Tensational 10-in-1 Dream Primer. Und was das Ding können soll, das ist ja wirklich, also das grenzt an ein Wunder. Er soll primen, hydraten, anti-wrinkle, natural glow, anti-pollution, anti-oxidation, pore-minimizing, evens out skin tone, blurs imperfections und hat noch eine UV-Protection, also einen Lichtschutzfaktor von 15. Das alles hier in dieser Tube, Leute, das ist eine Ansage. Das ist ein All-in-One-Produkt für jeden Tag. Wenn das kann, was es verspricht, dann ist es prima, einfach so zum, ja, einfach morgens drauf und gut ist. Ich lasse mich überraschen. Jetzt hätte ich euch beinahe unterschlagen, was diese Wahnsinns-Face-Produkte kosten. Und zwar einmal der Catrice Perfector. Der hat 5,95. Ach, ist ja beides von Catrice, ich bin ja auch geil. 5,95 gekostet und der Primer, dieser 10-in-1, der kostet auch 5,95. Könnte ich ja eigentlich mal so einen Vergleich dann machen von den beiden, welcher sich mehr lohnt. Mal schauen. Ich glaube, ich muss sowieso mal, ich habe gerade so viele tolle Tarnprodukte. Ich muss euch eigentlich dann auch noch mal, genau, ich wollte euch ja auch noch meine Charlotte Tilbury, diese Hollywood Flawless, den Hollywood Flawless Filter noch mal präsentieren. Bisschen genauer. Ja, ich glaube, ich muss einfach mal so ein Make-up-Video machen irgendwann. Ja, so, ich glaube, wir sind durch. Ja, ein XXXXXXXL-Haul für meine Verhältnisse. Ja, ich fand es schon echt ganz schön viel, was damit durfte. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ich es schaffe, dann packe ich euch alle Produkte plus Preise noch in die Infobox rein. Wenn nicht, dann verzeiht es mir. Und dann kann ich nur noch mal sagen, ich freue mich immer riesig, wenn ihr mir Kommentare schreibt, wenn ihr mir Feedback gebt. Und ich freue mich natürlich auch riesig über einen Daumen nach oben oder wenn ihr Bock habt, sogar ein Abo. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Ja.
Und dann würde ich sagen, guckt mal, ob ich noch irgendwelche Verlosungen am Laufen habe. Ich glaube, da ist noch das eine oder andere am Laufen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos. Tschüss.